Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Hexen, im zweiten Part Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX mit dem Zwergenfürst. Ja, es ist Samstag. Dienstag soll das Ding rauskommen, der Part. Ich bin eigentlich bei meinen Eltern zu Gast. Gerade übers Wochenende mal wieder. Eigentlich hatte ich nicht vor, jetzt hier aufzunehmen, aber ja, Dienstag muss es rauskommen. Ach, wieder mal so ein Part. Ja gut, neuer Part Pokémon Mystery Dungeon. Was hat Molly zu sagen? Hängen wir uns auch heute wieder richtig rein in unsere Arbeit als Retterteam? Okay, wenn es nur das ist. Okay, die Basis ist wohl... Ich glaube, das habe ich im letzten Part nicht mal mit reingeschnitten. Muss mal gucken, also wir haben auf jeden Fall die Basis fertiggestellt. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt gar nicht mehr auf dem letzten Stand, wie das. Die Mankeys haben es auf jeden Fall fertig gekriegt. Vielleicht habe ich noch Videomaterial, was zeigen muss. Ja, gut. Weiter geht's ja auf jeden Fall. Die Basis sieht hübsch aus. Mehr oder weniger. Ein dummer Kopf. Die Basis ist jetzt fertig gebaut. Na dann. Ich weiß nicht, mal muss im Schnitt gucken, wie ich das zurecht zaubere. Ja, seht ihr dann. So, jetzt haben wir in der Mission Nabishöhle. Als anderes Zeitung. Nabishöhle, das müssen wir vielleicht mal annehmen. Das wäre nicht schlecht. So, schauen wir mal, was so ansteht jetzt. Haben wir hier noch offene Quests, die hier noch zu machen sind? Und ist das nur die Lapishöhle? Müssen wir erstmal die Quest annehmen? Ja, gut. Dann gehen wir mal Aufträge. Lapishöhle. Am Donnerberg liegt noch einiges an. Was? Okay, ja. Hier mal erstmal auf dem Markt. Gibt es hier was Neues zu sehen? Nicht. Gut, ich würde mal sagen, Lapishöhle. Ach so, hier, Lapishöhle. Habe ich komplett übersehen. Auf geht's. Machen wir das mit unserem Team. Heute wohl wieder ein paar Aufträge erfüllen und mal so ein bisschen nebenbei ein bisschen was machen. Ein paar kleine Aufträge erfüllen, keine große Story und so. Heute mal wieder ein bisschen Retter-Team-Arbeit, wie es ausschaut. Level up. Für wen? Für Zwerge, für Morty. Ein Levelaufstieg, das ist gut, das können wir gebrauchen. Muss auch gleich mal gucken, auf welcher Ebene wir den Rettungsauftrag annehmen müssen. Ja, wir nehmen jetzt Nidoran mal mit. Kein Camp. Ja, natürlich. Was auch sonst. U2. War das schon U2? Ja, das war U2. Oder nein? Nein, kampfunfähiges Pokémon. Das müssen wir retten. Ansonsten... U9. Ach, Schande, das dauert noch ein bisschen. Das war nur U9 angekommen sind. Okay, dann kämpfen wir uns heute mal zu U9 vor. Nabishöhle, das dürfte nicht zu schwer sein. Das ist eine der ersten Höhlen. Das sind nicht so schwere Gegner hier.
Ich halte dich noch aus. Die erledigen mich nicht mit einem Schlag. Es ist hier durchaus noch machbar. Haben wir hier gleich den... Ja, den können wir mal mitnehmen. Schneckmark ist starr vor Hunger. Einen kleinen Apfel geben. Sehr gut, haben wir den auch gerettet. So, Team Bilateral schickt ihn nach Hause. Achso, gehört jetzt dem Team dazu oder was? Folgt er uns jetzt? Ja, er folgt uns. Sehr schön. Und weitergehen. Na, bis zur Minute 3. Das dauert noch ein Weilchen. Pass mal auf, dass unser Klient nicht stirbt. Er ist nicht unser Klient. Unser Klient ist auf U9, aber... Unser gerettetes Pokémon. Am besten nehmen wir es in die Mitte. Ich weiß, das klappt nicht immer, aber... Könnte man hier mal machen. Das wäre keine schlechte Idee. Jo. Noch einer. Unser Team ist langsam voll. Wir sind schon 7. Sorry, aber wir sind schon 7. Ja. Das ist jetzt hier voll, das Team. Haben wir jetzt schon 2 Nidorania. Und einen, den wir gerettet haben. Wahrscheinlich müssen wir gleich gerettet werden, so wie es aussieht. Der Aufstieg. 35, Level 35. Wann können wir denn eigentlich die Entwicklungskunde mal freischalten? Dann könnte ich mich mal weiterentwickeln. Am besten sofort zu Durak, wie es aussieht. Das wird sofort Durak-Entwicklung. Level 35 ist das schon Durak. Sieht mir fast so aus. Ich glaube, das war so. Na komm, nicht kämpfen. Einfach vor zur Tür. Ich fliehe. Na toll. Jetzt ist der Gerettete. Gleich Game Over. Ja, von mir aus. Schneckmark wurde besiegt. So viel dazu. U4. War ja auch klar, dass wir den nicht bis in U9 mitnehmen können. Das hätten wir eh nicht geschafft. Und da ist die nächste Treppe. Sind wir schon gleich auf U5. Durchhalten, Zweigi. Ach, wieder ein Teammitglied. Jetzt haben wir ja eins verloren gerade eben. Da haben wir jetzt wieder einen Platz. Wieder einen Platz frei. Zimmer frei. Na, Zimmer frei nicht. Das haben wir ja scheinbar nicht, aber gut. U5. Langsam kommen wir voran. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wer hier Gegner und wer Teammitglied ist. Ich folge die überall hin, Zweigi. Okay, die waren Gegner. Es ist manchmal auch ein bisschen unübersichtlich, wenn man so viele Teammitglieder hat. Weiß man gar nicht mehr, welches jetzt zum Team gehört und welches jetzt hier gegnerisches Pokémon ist. Vor allem, wenn du 3 oder 4 Nidorans hast, da weißt du nicht mehr, was jetzt hier wohin gehört. Prof Level 31. Oha, der ist unterlevelt. Der braucht ein paar Levels. Attacke, Verhöhner. Nee, das kannst du schon mal lassen. Das kannst du lassen. Doch, ich möchte darauf verzichten. Ja. In den Pokémon-Generationen wird dann immer 2-mal nachgefragt. Willst du es wirklich? wird dann immer diese Frage gestellt. Dann werden immer 2 verschiedene Fragen gestellt. Möchtest du es nicht erlernen? Und dann musst du ja klicken. Und dann wird dann irgendwie nochmal gefragt, möchtest du es... Müsst die Frage wirklich vergessen. Also musst einmal ja und einmal nein klicken. Das ist, wenn man nicht konzentriert ist, dann ist man da gleich am Arsch. Ja. So, auf zur Treppe. U7, nicht komme. Gleich sind wir am Ziel. Können wir unsere Mission mal erledigen. Das ist hier schon ein bisschen länger, die Mission. Eins bisher, wo wir dann immer nur U2, U3, U4 oder so hatten. Können wir mal ein bisschen was Größeres machen. Ist nicht grundverkehrt. Okay. Ich hab hier gar keinen Überblick mehr, wer jetzt hier was wo zum Team gehört oder nicht. Oder Gegner ist oder nicht. Oder ja. Ich versuche einfach nur ans Ziel zu kommen. Ja. Bei so vielen Pokémon, die hier rumrennen, habe ich die
habe ich langsam die Orientierung verloren. Das ist irgendwie, da will jetzt, ja, von mir aus, komm noch mit ins Team. Ja, noch ein Zehnter hier, der mir hinterher rennt. Machen wir gleich eine Polonaise. Hier fliegen gleich, steht gleich aus dem Käse. Er sieht hier wirklich, das ist ja wirklich schon eine ausgewachsene Polonaise. Sind hier wirklich, wie viele sind das schon? Ich zähle mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Also mindestens 5, 6 Mitglieder hier. So. Einige sind vergiftet oder so. Ich höre es schon knattern hier. So, dann muss ich mal hier. So. U8. Gleich sind wir da. Und ja, noch einer, den wir retten müssen. Ja, wenn wir zufällig vorbeikommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind wir. Sehen wir hier ganz schön gestaffelt. Noch ein Siebter. Dann sind wir vollständig. Können wir uns noch den holen, der da hinten einen Apfel braucht. Dann haben wir 7 Zwerge. Wohl gleich das Zwergenlied anstimmen. Ja, passt doch. Noch sind wir zu 6. Aber gleich haben wir die Mannschaft zusammen. Nein, nicht sterben. Verdammt! Drücke ich meine 7 Zwerge doch nie zusammen. Jetzt sind wir nur noch 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt. Das wäre ein cooler Gag gewesen. Das könnte man auch auf dem Thumbnail und im Titel irgendwie umsetzen. Ah, Nummer 6. Sehr gut, kriegen wir es vielleicht doch noch zusammen. Nur miese. Das wäre mal den Gag wert. Na komm, bitte durchhalten. Ich will mal einmal mit 7 Leuten rumlaufen. Ah, da kommt Nummer 7. Sind wir jetzt zu 7? Zu 7. Okay. Sehr gut. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, wir sind 7. Die 7 Zwerge auf der Reise durch den Dungeon. Hey ho, hey ho, hey di do. Zwerge, juhu. Die ganze Mannschaft unterwegs. Nein! Oh, fast am Stern hier. Nee, das ist der Hunger. Ich muss mal was essen. Habe ich das hier schon die ganze Zeit übersehen oder was? Das ist doch skandalös. Und da haben wir keinen Apfel mehr für die Rettung. Ach, egal. Essen wir. Dass ich hier nicht drauf gehe. So. Zwerge. Auf geht's. Corazon ist starr vor Hunger. Ich habe doch keinen Apfel. Ist noch warten lassen. Ja, sorry, wir sind schon 7. Ja, tut mir leid. Jetzt sind wir wirklich 7. Wir müssen leider gehen. Wir können keinen weiteren mehr aufnehmen. Ist nicht möglich. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und so weiter. So kämpft meine Zwerge. Alle in Reihe und dies. Hey ho, hey ho, hey di do. Jetzt habe ich wieder Hunger oder was? Ah, verdammt. So. Ja, ich will ohne helfen weitergehen. Ja, ich möchte wirklich weitergehen. Was soll denn diese Bestätigung? Okay, dann haben wir Navita aufzuheben. Ja, zum Glück ganz in der Nähe. Los, Leute, eile ich den Kidwurm. Ja, der Hunger ist jetzt mal egal. Hurra, du hast Navita gefunden. Auftrag abgeschlossen. Die 7 Zwerge haben es geschafft. Komm später bitte zur Pelipper-Post. Retterorden, sehr gut. Ja, ich möchte trotzdem verlassen. Und zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dungeon verlassen. Zwinger hat alle Aufträge im Dungeon abgesühle. Erfolgreich abgeschlossen. Intensivtickets. Du hast die Items ans Kangama-Lager geschickt. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Nidoranio Zwerg 1 hinterlassen könnte.
Als Dank ein bisschen Geld. Zweck 2. Zweck 3. Alle müssen gehen. Zweck 4. Zweck 5, Zweck 6, Zweck 7. Ja, wir waren 3. Danke für deine Hilfe. Hier, bitte, deine Belohnung. Ein Regenbogengummi. Eine fürstliche Belohnung. Nicht. Team Bilat hat 75 Rettungspunkte erhalten. Aha. Reicht noch nicht zur Hälfte. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Bis morgen dann. Am nächsten Morgen. Okay, weiter geht's. Story gibt's noch keine, oder was? Guten Morgen, Zwergi. Geben wir heute wieder alles. Ja, dann kommt wieder die Post. Gibt's neue Aufträge und neue Zeitung für mich, die ich gleich in den Müll kloppen kann. Die Zeitung. Und wir können sie auch mal durchlesen. Ist ja nicht die Bild-Zeitung. Kann man durchaus mal sich anschauen. Dungeons und Wetter. Ah, nee. Lassen wir mal bleiben. Wo genau steckt Wuin genau? Berichtens Folge wanderte Wuin genau heute früh ziellos umher. Wohin genau wusste wohl niemand. 2 Stunden später brachte das berühmte Team Heidro es wohlbehalten zurück. Was für ein Glück. Stahlberg. Briefkasten ist leer. Okay, einmal noch in die Stadt. Schau da mal vorbei, ob es was Neues gibt. Scheinbar nicht. Wenn irgendwie eine Story noch ansteht. Ja gut. Auf geht's. Ja, den Donnerberg lassen wir jetzt mal nichts liegen. Stahlberg. Die Mission schaffen wir noch. Das kriegen wir heute noch rein. In den Part. Stahlberg. Okay. Na dann auf welche Ebene müssen wir? Müssen wir mal nachgucken. Ist immer nicht schlecht, vor allem mal nachzugucken. E8, ach, das ist schon wieder schon so eine hohe Zahl. Da müssen wir wieder mit 7 Leuten rumlaufen, wie es ausschaut. Und wir haben nicht die Basis dazu. Vielleicht müssen wir mal hier wieder relativ Basen kaufen. Einfach hier. Damit wir ein paar Leute anhören können. Ist ja immer schlecht. Das ist immer schaurig schlecht, dass man hier mal die Leute wegschicken muss und nur Geld dafür kriegt. Ich will auch mal ein paar Leute auf Lager haben, dass ich mich mit denen auch befreunden kann und die nicht nur Geld von denen kriege. Geld ist auch schön, aber ja, Geld gegen Freundschaft. Was soll man da sagen? Wir sind immer noch auf E1. Also bitte hier mal ein bisschen schneller vorankommen. So. Okay, wo ist die? Jetzt habe ich ein bisschen festgesteckt. Ja. So, hier geht's weiter. Die Beere lassen wir links liegen. Auf dieser Ebene befindet sich ein kampfunfähiges Pokémon. Können wir nicht mitnehmen, wir haben keinen Apfel. Ja, lass mal liegen. Lass mal genauso links liegen. So, es sei denn, Modi hat da gerade was aufgehoben. Einfach mal die Treppe suchen. Die suche ich mal im Westen. Sehr gut. Und das Pokémon lassen wir trotzdem liegen. So, ja, ich will trotzdem weitergehen. Ich vernachlässige meine Aufgabe als Retterteam. Wir vernachlässigen unsere Arbeit als Retterteam. Jo. Ja, machen wir ja nicht. Wir sind unterwegs zu was anderem. Zu was Größerem. Zu einer anderen Mission. Das ist ja den, wie die da auf dem Weg rumliegen, den muss ich halt wer anders helfen. Es gibt ja viele andere Retterteams. Gibt ja hier zumindest von 2 wissen wir. Im Abenteuer schon erfahren. Na, 3. Das eine ist böse. Gibt also mehrere, die helfen können.
Also warte mal ab, da kommt noch irgendwann jemand. Keine Panik. Team Simsala ist auf dem Weg. Da bin ich mir ganz sicher. Irgendwann gibt es auch einen Rettungsauftrag für die. Ist ja möglich. So, E5 schon. Ja, durchhalten ist ja nicht so schwer. Das ist der Stahlberg. Ja, auch einer der ersten Dungeons, die wir im Spiel hatten. Das hält mein Team doch durch. Ich weiß, auf dem letzten Dungeon wurde es zwischendurch ein bisschen schwierig. Da bin ich fast gestorben, an Hunger auch. Aber gut, wir sind hier E6 schon. E7. Oh wei, Kleinsteins. Wir können Explosionen und so. So, gleich sind wir da. Nur eine Treppe finden. Na ja, gut, das Pokémon müssen wir liegen lassen. Verletzt am Boden liegen lassen. Wie grausam. Ist halt so. Wir müssen einem anderen verletzten Pokémon helfen. Das ist jetzt für uns wichtiger. Müssen wir gerade mal Priorität ansetzen. Weil es mir tut. Ich würde ja gerne allen helfen, aber mir fehlt auch das Mittel dazu. Rabauz. Okay, das nehmen wir mit. Da sind wir schon zu viert. Okay, hier gibt es einen Apfel. Na toll, wenn wir jetzt auf die Treppe stoßen, haben wir keine Rechtfertigung mehr. Ja gut. Was soll's? Ja, ich lass es liegen. Ja, ich will weitergehen. Herzloser Zwergi. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Meliti aufhält. Ja, na dann. Meliti holen. Und Apfel. Nix wie davon. Auf und davon. So, wo befindet die sich denn? Der blaue Punkt war es, glaube ich, oder? Ja, hier ist sie. Sehr gut. Du hast Meliti gefunden. Auftrag abgeschlossen. Sehr toll. Komm bitte später zu Pedi per Post. Ja, ich halte den Orden hoch und zack. Durch die magische Kraft meines Ritterordens wird sie davon teleportiert. Ach du Kacke. Jetzt habe ich abgelehnt, dass ich jetzt... Oh nein, scheiße. Wir werden sterben. Ach du nein. Natürlich. Jetzt brauche ich auch noch einen Beleber. Ach du Schreck, ich habe doch einen Apfel mit dabei. Wir hätten einfach gehen können. Habe ich das auch noch abgelehnt. Essen. Na komm. Damit wir hier zumindest bis zur Treppe nicht sterben. Na komm jetzt. Dungeon verlassen. Ja, ich möchte den Dungeon wirklich verlassen. Sehr gut, danke. Zwergi hat alle Aufträge im Dungeon Stahlberg erfolgreich abgeschlossen. Und einen Regenbogen-Gummi erhalten. Na, wie sieht's mit dir aus? Rabaut scheint deinem Team beitreten zu wollen. Rabaut kann sich wohl im Camp Disziplinberg niederlassen. Ja, natürlich. Kann er beitreten, meinem Team. Ein Spitznamen? Nee, muss nicht sein. Bartkratz. Voltobal. Ach, der war der Freund von Mediti. Danke, dass du mein Tier gerettet hast. Brrrt. Nee, das war Magnetino, der brrrt gesagt hat. Ja, bitte deine Belohnung. Aber zum Wecken Voltobal passt das auch. Ich bin heute irgendwie massiv am Stottern. Aber gut. Ja, das ist auch nichts Außergewöhnliches mehr für euch auf meinem Kanal. Das ist irgendwie entwickelt sich bei mir eine heftige Stotterei. 50 Ritterpunkte. Okay, die Hälfte haben wir geschafft. Sehr schön. Ich denke, das ist recht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Bis morgen dann. Ich dachte gerade, da passiert noch was, aber ja, da war nur... Oh, da passiert tatsächlich was. Okay, noch ein Erdbeben. Aha. Jetzt hat es sich schon wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Tja.
Wir werden wohl bald erfahren, was es damit auf sich hat. Oh, du bist schwach, Zwergi. Hast du das Erdbeben auch mitbekommen? Diese ständige Erdbeben. Es ist unmöglich, in Ruhe zu schlafen. Hey, ihr da! Jetzt passiert tatsächlich noch ein bisschen Story. Hey, Lombrero, was ist los? Geht bitte schnell zum Pokémon-Platz. Die anderen sind auch schon alle dort. Nanu, stimmt irgendwas nicht? Ich bin mir gar nicht sicher. Tingodist hat alle zusammengetrommelt. Er hat auch die ganzen anderen Retterteams versammelt. Los, worauf warten wir noch? Oha. Wow, sieh dir all die Pokémon an. Was ist denn hier los? Hier sind ja wirklich jede Menge Pokémon versammelt. Ich habe sogar einige berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten erspäht. Dieser Tingodist, was hat er mit all den Retterteams vor? Hallo, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Mir fällt es nicht leicht, hier vor so vielen Leuten zu sprechen vor euch allen. Wobei, entschuldigt, das tut jetzt echt nichts zur Sache. Wir haben ganz andere Probleme. Die Lage ist nämlich ernst. Wie ihr wisst, hat sich Simsanas Team ja in die Tiefen der Welt aufgemacht. Doch sie sind noch immer nicht zurückgekehrt. Was? Ist das wahr? Ja, leider. Simsana und sein Team sind aufgebrochen, um Graudern zu besänftigen. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Offen gestanden haben wir keine Ahnung, was mit ihnen passiert sein könnte. Keine Ahnung? Wie ist das möglich? Wir sprechen hier immerhin von Simsana. Zurückgekehrt sind sie jedenfalls noch nicht, so viel steht fest. Das ist wahr. Und es scheint, dass Grodon eine Nummer zu groß für uns ist. Was im Ernst? Ist dieses Pokémon namens Grodon etwa so stark? Geh doch los und überzeug dich selbst davon, wenn du mir nicht glaubst. Was? Das soll wohl ein schlechter Scherz sein. Da unten fließt überall Magma. Da verbrenne ich mich doch gleich. Ruhe, seid bitte ruhig. Seid ruhig. Tief unter der Erde lauern zweifellos sehr viele Gefahren. Es ist bestimmt kein Ort, an den sich jeder hintrauen kann. Deswegen habe ich so viele Retterteams gebeten, sich heute hier einzufinden. Ich schlage vor, dass wir ein Spezialteam aus den Besten der Besten, der Besten der Besten der Besten bilden. Wer meldet sich freiwillig? Wer von uns wird wohl sich als heldenhaftes Team in die Tiefen der Welt begeben? Ich sag's mal so, ich bin so ziemlich das einzige Feuer-Pokémon hier gerade auf dem Platz. Also, aber da haben wir auch ein Wasser-Pokémon. Ich meine, gegen Magma, gegen Feuer, ist doch eigentlich... Ich meine, die Pflanzentypen, das verstehe ich, dass die da, Pflanzen- und Kiefertypen, dass die da Angst vor haben. Aber da steht ein heftiges Wasser-Pokémon. Turtok steht da mitten auf dem Platz. Ich meine, der müsste doch eigentlich von einer Lava-Magma-Höhle. Ach, egal. Hey, Zwergi, das ist unsere Chance. Versuchen wir es. Lass das lieber bleiben, Freunde. Was soll das denn jetzt? Das ist doch wohl unsere Entscheidung, oder? Hört mir doch erstmal zu. Ich bezweifle ja gar nicht, dass ihr zwei schon sehr viel stärker geworden seid. Aber es gibt da draußen noch sehr viele Pokémon, die deutlich stärker sind. Will dann keiner vortreten? Ich werde gehen. Wow! Das ist Turtok. Den haben wir ja gar nicht gesehen. Du meinst... Raubein Turtok von Team Hydro? Der Wassersalven aus seinen Kanonen auf seinen Rücken durchdringen sogar Stahl. Wo kommt denn der auf einmal her? Turtok. Das sind alles Pokémon, die sind. Der war der größte von allen, stand mitten auf dem Platz. Ja, gut.
Gerüchten zufolge soll es sich bei Grudon um einen Boden-Pokémon handeln. Bodenfeuer, würde ich sagen. Magma und so weiter. Ich bin ein Wasser-Pokémon. Somit im Vorteil gegenüber dem Typ Boden und Feuer. Meine Hydro-Pumpe wird mit Grudon einen kurzen Prozess machen. Ich bin auch mit von der Partie. Wow, das ist Octanery. Haben sie auch nicht gesehen. Stand die ganze Zeit nebenbei. Es ist, ja, logisch. Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Wie kommt denn die her? Wo kommen die Leute hier alle her? Sie hält Gengar mit ihren Tentakeln und greift sie an. In jedem länger andauernden Kampf hat man sie lieber zum Freund als zum Feind. Wenn ich ein starkes Pokémon sehe, möchte ich sofort mit meinen Tentakeln zusammenklammern. Ich würde mich dabei auch wohl nicht vergessen. Hm? Was? Was? Wo kommst du her? Wir haben dich ja gar nicht gesehen. Stiller Facepalm. Geowatz und Turtok. Das sind so winzige Pokémon, die kann man ja so leicht übersehen. Er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfels. Sein Körper ist hart wie Stein. Er hätte sogar Explosionen ohne größere Schadenstand. Hellzustand. Sollte Grudon wirklich erwacht sein, wird es sein blaues Wunder erleben. Ich setze nämlich Steinwurf ein und schicke es damit postwendend ab in die Haier. Oh, Turtok, Octillery und Geowatz. Ich glaube, an dieser Auswahl kann niemand etwas aussetzen. Diese drei werden sich also aufmachen, um Simsala aus den Tiefen zu retten. Hurra! Eine sehr gute Wahl! Hip, hip, hurra! Ihr macht das Stellvertreten für uns alle. Gebt euer Bestes. Auf geht's! Yippie, juhu, es lebe das Retterteam. Geht nicht auf, rettet Simsala das Team. Ihr seid unsere Helden. Juhu. Na seht ihr, die sind echt mit allen Wassern gewaschen, nicht wahr? Ihr könnt die Angelegenheit also getrost ihnen überlassen. In Ordnung. Ich denke, da können wir nichts sagen, Zwergi. Ich wäre nur zu gerne selbst mitgegangen, aber da kann man halt nichts machen. Überlassen wir die Angelegenheiten dort unten Turtok und den anderen. Wir konzentrieren uns in der Zwischenzeit lieber auf unsere Rettungsaufträge. Gut, aber das erst im nächsten Part. Ich habe wahrscheinlich sowieso ein bisschen überzogen. Ja, wenn mich nach oben sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Im nächsten Part Pokémon Mystery Dungeon Rettet Team DX. Hier auch vor der neuen Basis. Und wenn es dann weitergeht mit neuen Aufträgen und vielleicht mit der Story auch ein bisschen. Mal schauen, was uns hier noch mit Grudon und so weiter erwartet. Team Simsala wird wahrscheinlich auch auf uns hinauslaufen, dass wir die retten müssen. Mal schauen. Gut. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Thank you.